Was sind die größten logistischen Herausforderungen für Sie als Automobilzulieferer? Die Trends in der Automobilindustrie sind immer höhere Variantenvielfalt, dadurch geringere Stückzahlen pro Projekt, immer höhere Kundenanforderungen, die Produktlebenszeit wird immer kürzer und dadurch werden an die Logistik immer höhere Anforderungen gestellt bezüglich Produktionssteuerung und Materialflusssteuerung. Weniger Zeit im Anlauf und auch kein Platz für Fehler. In welche Maßnahmen und Technologien wollen Sie in der Logistik am Standort zukünftig investieren? In Odero sehen wir in Zukunft die größten Potenziale im Bereich der autonomen Flugfeuertechnik, Verbesserungen bei den Systemen für Produktionsplanung und Steuerung und auch Materialflusssteuerung und ähnliche Projekte aus dem Baukasten Industrie 4.0. Wie stellen Sie sich diesen Herausforderungen hier am Standort Prebold? Ja, wir legen einen hohen Wert auf unsere Mitarbeiter. Wir investieren viel in die Schulungen der Mitarbeiter und Trainings, nehmen viel an fachlichen Konferenzen und Messen teil und sorgen, damit wir immer das benötigte Know-how zu haben. Und wie soll ich sagen, wir haben schon in unserer DNK geschrieben, dass wir immer nach Verbesserung streben.